Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie auch im Namen der Mitveranstalter herzlich willkommen zu dieser Tagung Offene Archive 2.1, Social Media im deutschen Sprachraum und im internationalen Kontext. Es ist für uns vom Landesarchiv in technischer Hinsicht eine besondere Tagung. Wir haben erstmals einen Livestream ins Netz und eine Twitter-Wall, so viel Technik war noch nie und das war natürlich eine Herausforderung. Wir übertragen auch erstmals simultan auf die obere Ebene, was wegen der zahlreichen Anmeldungen erforderlich wurde. Über diese große Resonanz freuen wir uns natürlich ganz besonders. Vor allem aber ist es für uns, und das führt dann zum Inhaltlichen, erstmals eine Tagung zu Web 2.0. Die große Resonanz, die vielen Anmeldungen bestätigen, dass in Deutschland Bedarf besteht, sich damit auseinanderzusetzen und praktische Erfahrungen auszutauschen, wie wir das hier vorhaben in den nächsten beiden Tagen. Und wir bringen uns gerne ein, hier die Dinge auch etwas voranzubringen. Wir wollen die Tagung aber gar nicht auf unsere Fahnen schreiben. Die Initiative dazu ging von Herrn Kemper, Herrn Wolf und Herrn Klauert aus, die mich ansprachen, ob wir Lust hätten und bereit wären, eine Fortsetzungstagung zur Tagung in Speyer mitzuveranstalten, die in Speyer damals am 22. und 23. November 2012 stattfand. Ja, das ist das Foto, das damals auf dem Flyer zur Tagung in Speyer sich fand, mit den Radlern am Start, die da erwartungsvoll auf den Start im Grunde warten. Da auch wir im Landesarchiv Bedarf sehen, sich mit Web 2.0 zu befassen und auch selbst davor standen, uns mit Crowdsourcing gerade etwas näher auseinanderzusetzen, auch im Rahmen eines DFG-Projekts, und auch zudem dabei waren, erste Erfahrungen in kleineren Projekten zu sammeln, habe ich gerne zugesagt, diese Fortsetzungsveranstaltung hier zu veranstalten. Ja, als Fortsetzungsveranstaltung haben wir den Titel Offene Archive 2.1 gewählt. Ja, und auch das Fragezeichen, das vor 2 Jahren noch in Speyer dabei stand, erstmals bewusst weggelassen. Und den Aufbruch, der vielleicht besteht, soll das Bild mit dem auf dem quasi aktualisierten Flyer der Speyerer Tagung symbolisieren. Die Radler sitzen jetzt also im Sattel, zum Teil fest, zum Teil weniger fest, und sie sind im Aufstieg am Radeln. Ob wir wirklich schon so mit dem Rad unterwegs sind oder vielleicht doch nicht erst beim mühsamen Aufsteigen auf das Rad oder beim Aufpumpen der Reifen, das wird vielleicht diese Tagung zeigen. Das können und sollten wir uns in der Schlussdiskussion nochmal fragen. Zuvor aber haben wir erstmal ein dichtes Programm mit vielen durchwegs interessanten Beiträgen. Und ich begrüße ganz besonders alle Referentinnen und Referenten. Herzlich willkommen hier an der sogenannten Kulturmeile in Stuttgart. Für heute ist Sahara-Luft angesagt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Manchmal haben wir auch in diesem Raum Sahara-Luft, aber wir werden lüften. Besonders willkommen möchte ich die Referentinnen und Referenten, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, auch zum Teil mit größeren Anreisen, längeren Anreisen. I'm very pleased to welcome all speakers and participants from abroad. Thank you for coming to share experiences. Leider konnte Frau Theimer, die ja die Keynote bieten wollte und sollte, streikbedingt nicht zu uns gelangen. Das hat uns voll erwischt jetzt bei der Planung und der Umsetzung der Planung. Sie ist aber zugeschaltet nachher. Und insofern sende ich einen besonderen Gruß an Sie. Greetings to Kate Timer in Pennsylvania und das auch noch early in the morning. Es ist sehr früh noch in Pennsylvania. Ja, Herrn Kemper vom Stadtarchiv Speyer, Herrn Klauert vom Brandenburgischen Hauptarchiv und Herrn Wolf vom Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein danke ich nochmals für die Initiative zu dieser Tagung, die Zusammenarbeit im Vorfeld und natürlich auch für ihr Mitwirken nachher im Programm. Und mein ganz besonderer Dank gilt dem
Organisationsteam, also Frau Steiger und Herrn Kemper vom Stadtarchiv Speyer, sowie Frau Wolf und Herrn Neuburger vom Landesarchiv. Hier vor Ort hatten die beiden Letztgenannten gerade die Hauptlast zu schultern in den letzten Tagen. Vielen Dank dafür. Ja, und ein besonderer Dank geht auch an Herrn Lang für die technische Vorbereitung. Das war nicht so ganz einfach und schon dabei haben wir wichtige Erfahrungen gesammelt, die uns auch in der Zukunft nützlich sein werden. Frau Toscano danke ich für tatkräftige Mitwirkung ebenfalls im Vorfeld und jetzt im Tagungsbüro. Und ganz besonders danken möchte ich natürlich auch dem Hauptstaatsarchiv für die vielfältige Unterstützung. Vielen Dank, Frau Bickhoff. Sie muss irgendwo sitzen. Vielen Dank, Frau Bickhoff. Und geben Sie es auch bitte an Herrn Storitis weiter. Ja, und ich danke auch allen, von denen wir finanziell unterstützt würden. Da muss ich das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg nennen und ICARIS. Es sprechen jetzt noch Grußworte Herr Jakob für den Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare, Herr Mies für die Bundeskonferenz der Kommunalarchive im Deutschen Städtetag und Herr Kempf für ICARIS. Uns allen wünsche ich eine schöne Tagung. Vielen Dank. Natürlich das, was in einem Konzern Stadtverwaltung als erstes passiert,
die Festlegung, den Hinweis auf die alleinige Kompetenz der Pressestelle mit außen zu kommunizieren. Also ein Klassiker des Reagierens, des Erstkontaktes. Das ging so ein bisschen hin und her, wir haben uns dann immer so ein bisschen ausgetauscht und geneckt und nach einem halben Jahr gab es dann einen neuen Oberbürgermeister und alle waren ein bisschen im Aufbruch befindlich und haben gehofft, dass sich in dem Sinne auch noch etwas bewegt und es bewegte sich auch etwas. Und man merkte in der Pressestelle, dass das, was die kulturellen Bildungseinrichtungen hier in Halle anbieten wollten, ja gar nichts mit der hohen Politik dieser Gemeinde zu tun haben sollte, sondern eigentlich ein Sprengel dessen sein sollte, was im Arbeitsumfeld passiert, was hier kulturell möglich ist. Und das ist jetzt seit gutem halben Jahr für das Stadtarchiv auf Facebook aktiv. Also wer unter Stadtarchiv Halle mal auf Facebook schauen will, wird da ein bisschen was finden. Zum anderen haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, dass das Interesse der Bürgerschaft sehr breit ist. Und das ist das Spannende, wenn man dann in Kontakt mit ihnen kommt. Und sehr geehrte Damen und Herren, nachdem man in einem Grußwort über alles, aber nicht über 3 Minuten sprechen sollte, darf ich allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen inspirierenden Tagungsverlauf wünschen und Ihnen das Angebot des VDAs unterbreiten, auf dem 84. Deutschen Archivtag in Magdeburg dieses Jahr, und zwar vom 24. bis zum 27. September, Ihre hier begonnenen Beratungen, Ihre begonnenen Gedankenaustausch fortzusetzen. Und das dortige Rahmenthema ist, glaube ich, wie eine Anschlussveranstaltung geradezu prädestiniert. Es lautet nämlich Neue Wege ins Archiv. Nutzer, Nutzung, Nutzen und soll dazu aus meiner Sicht beste Gelegenheit bieten. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, seitens der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag, kurz BKK genannt. Darf ich ein kurzes Grußwort an Sie richten? Ich halte mich auch an die 3 Minuten. Zum einen, wie es sich gehört, die Grüße des Vorsitzenden der BKK übermitteln, des Kollegen Dr. Ernst Bräunsche. Zum anderen aber auch seine oder die Erwartungen der BKK an Sie formulieren, diskutieren, präsentieren Sie Ihre Gedanken und Ansätze für offene Archive, tauschen wir gemeinsam Argumente und Meinungen aus, streiten wir im positiven Sinn des Wortes, twittern, posten, blocken Sie Ihre Gedanken, was Social Media im Archivwesen heute bereits bedeutet und was es morgen bereits bedeuten könnte. Nutzen wir aber das direkte Gespräch, das persönliche vor Ort, um das gewiss doch im Archivwesen noch eher zarte Pflänzlein zu hegen und zu pflegen. Lassen wir uns nicht verunsichern, wenn wir in Einzelfragen einmal auseinanderliegen, wenn vielleicht auch einmal ein Shitstorm oder die unausweichlichen Drolle aus den eigenen Reihen über uns hinwegrollen. Das muss man aushalten können. Und es ist allemal besser, Reaktionen zu evozieren, als dass wir mit dem Image des ewig staubig Vertrockneten behaftet werden, für den sich außerhalb von unseren Kreisen niemand interessiert. Seien wir also diskussionsfreudig, ja, streitbar untereinander, aber nicht verstritten und nicht dogmatisch. Wir mögen über Social Media, wenn wir es denn auf Facebook und andere nur verengen, durchaus in der Nutzenanalyse unterschiedliche Meinungen vertreten. Das ist absolut legitim, aber dass wir an solchen explodierenden digitalen Kommunikations- und Interaktionsformen achtlos vorbeigehen, sie nicht einmal zur Kenntnis nehmen wollen, das wäre eine Riesendummheit, für die wir dann später zu Recht Kritik einstecken müssten. Denn das Thema offene Archive und die Möglichkeit des Web 2.0 zählt meines Erachtens zu den Schlüsselstrategien für die Zukunft der Archive im 21. Jahrhundert, in einer Welt, die generativ immer mehr von den Digital Natives geprägt sein wird, in einer Welt, in der die schnelle und umfassende Verfügbarkeit von authentischen Informationen immer wichtiger sein wird. Mit den Bemühungen um die Verfügbarkeit von Online-Angeboten, der klassischen Homepage mit Recherchedatenbanken, wird es nicht getan sein. Nur wenn wir in Dialog mit unserem potenziellen Userkreis treten, werden wir als Hüter authentischer kulturgeschichtlicher Dokumente wahrgenommen werden
und auch unseren Unterstützerkreis finden. Social Media, die Möglichkeit, das Web 2.0 zu nutzen, ist etwas, was wir als absolute Chance begreifen sollten, ja müssen. Und die Resonanz heute zeigt mir ja, dass Sie genau so, es genauso sehen. Eine Chance, die sich auch meines Erachtens für die kleinen Archive bieten wird. Sie können sogar in bestimmten Bereichen, und das ist meine Erfahrung, die Treiber von Prozessen hier sein. Die BKK hat sich deshalb dem Thema auch in einem Unterausschuss historischer Bildungsarbeit angenommen. Darüber werde ich heute Mittag etwas referieren. Und ich mache das, was der Kollege Jakob an den Anfang gestellt hat, zum Schluss. Ich danke allen, die hier für diese Tagung mächtig sich ins Zeug gelegt haben. Nur wer selber eine Tagung ausgerichtet hat, weiß, was es immer bedeutet und wie viel Stress im Vorfeld da ist. Und es gibt immer noch die letzten halbe Stunde, funktioniert denn alles? Und so viel Technik war noch nie, wie ich gehört habe. Aber sie wird wahrscheinlich noch größer werden in der Zukunft. Wollen wir hoffen, dass sie auch einfacher wird. Ich gebe stellvertretend den Dank an den Herrn Kemper weiter, sozusagen für alle, zumal er jetzt nach mir sprechen soll. Jetzt, glaube ich, habe ich die 3 Minuten eingehalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nur zum Thema Vernetzung. Der Schwerpunkt ist, liegt weiterhin in Österreich bei Icarus, das ist ein Verein nach österreichischem Recht, aber der Vorstand besteht im Prinzip aus einem Dutzend Mitgliedstaaten, Personen aus einem Dutzend Mitgliedstaaten. In Deutschland ist ja München beteiligt, das Hauptstaatsarchiv und das Staatsarchiv Marburg eben Speyer. Das Prinzip ist einfach die Vernetzung digitaler Informationen und so weiter. Und ja, das ist eine sehr schöne PowerPoint, die Thomas Aigner immer bei allen möglichen Veranstaltungen zeigt. Und Sie sehen, die Zahl erhöht sich. Also die PowerPoint ist jetzt ein halbes Jahr alt. Also wir sind da mittlerweile bei über 30 Mitgliedstaaten.
Also nochmal ganz kurz, diese schöne PowerPoint beinhaltet einiges zu den derzeitigen Schwerpunkten. Also wir haben bestimmte Arbeitsgruppen bei den Icarus-Treffen, wir haben eben verschiedene Portale, die von Icarus mitbetreut werden und es geht auch immer wieder um Projektideen für neue Dinge. Man setzt sich mal zusammen und bei Icarus-Treffen und dann kommt irgendwas dabei heraus normalerweise. Zuletzt in Madrid habe ich zum Beispiel 3 Referenten der Tagung gewinnen können, also beim Icarus-Treffen in Madrid, das ist eine schöne Sache. Ich glaube, ich lasse es mal hierbei bleiben. Wer noch nicht bei Icarus Mitglied ist als Archiv, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Noch ist es kostenfrei und wir freuen uns über jedes Mitglied. Und ich wünsche der Konferenz heute einen schönen, guten Verlauf, morgen auch. Ich wünsche uns ein gutes WLAN und vielen Dank. Versuchen, dass wir jetzt die Leitung in die USA hinbekommen, sofort helfen. Dankeschön.